Recht herzlich willkommen in unserer Sendung. Das hier ist zugegebenermaßen nicht unbedingt der poetischste aller Orte, aber es ist ein sehr vielsagender Ort. Sehen Sie hier die Segnungen der Moderne. Also grenzenlose Mobilität zum Beispiel zumindest, besitzen die meisten Leute in Deutschland und Frankreich ein eigenes Auto. Ja, und meistens ein wahnsinnig lautes Auto, ein sehr lautes Auto. Etwa so. Über genau dieselben Verkehrsadern kommt auch der ganze Krempel zu uns, den wir Wohlstandskinder für unverzichtbar halten. Also zum Beispiel Erdbeeren aus Spanien oder Spielzeug aus China. Kaufen wir, nehmen wir mit nach Hause in unsere dank Heizung wohltemperierten Wohnungen. Ja, und das ganze Zeug, Heizung, Güterverkehr, Personenverkehr, hat eine gemeinsame Voraussetzung, nämlich Erdöl. Erdöl ist der schmierige Motor unseres Wohlstands und die Basis für alle goldenen Tempel des Kapitalismus in den Arabischen Emiraten. Da freut sich der Scheich. Tatsächlich werden 90% des global geförderten Erdöls entweder verfahren oder verfeuert. Uns geht es heute aber um die fehlenden 10%. Die machen uns lustigerweise nämlich noch abhängiger von dem Zeug. Und wir werden Ihnen heute mal zeigen, wo man sonst noch, in welchen Produkten man sonst noch Erdöl findet. Und vor allem versuchen wir die Frage zu beantworten, was passiert eigentlich, wenn das Zeug alle ist. Noch sprudelt das Öl aus der Erde und sorgt dafür, dass unsere Welt funktioniert. Wer kein Öl hat oder mehr will, führt nicht selten Krieg. Trotzdem war immer genug für alle da. Bis jetzt. Der Physiker Werner Zittel hat für die Energy Watch Group ausgerechnet, dass die Menschheit schon Jahrzehnte über ihre Verhältnisse lebt. Seit den 80ern jedes Jahr mehr Erdöl verbraucht, als Neues findet. Bis zum Jahr 2030, prognostiziert er, wird nur noch halb so viel Öl gefördert werden können wie heute. Und das bei ständig steigender Nachfrage. Das wird das Leben radikal verändern. Unser Lebensstil, so wie er sich entwickelt hat, der war an die Randbedingungen billiges und reichlich verfügbares Erdöl angepasst. Und die Randbedingungen wird sich ändern. Und dann müssen wir natürlich den Lebensstil entwickeln, der daran angepasst ist. Mit einem Test wollen wir herausfinden, was das bedeuten könnte. Andreas und Christine sollen für uns einen Tag lang möglichst ohne Erdölprodukte, also etwa Plastik, auskommen. Schon jetzt ist klar, ganz einfach wird das nicht. Unser Experiment beginnt. Erste Station. Der Kleiderschrank der beiden. Hat zwar so Schurwolle mit drin, aber Polyester und Elastan. 54%, das geht nicht. Stimmt, beide Fasern werden aus Erdöl hergestellt. Oh, das sieht gut aus. Reine Schurwolle. Reine Schurwolle. Das würde gehen, ne? Aha, 100%. Baumwolle. Ah, 100% Baumwolle. Wolle, Baumwolle, Leinen und Seide, danach suchen sie. Oh, 100% Polyester. Mist. Funktionskleidung wie Christines Fließpulli besteht fast ausschließlich aus Chemiefasern, also aus Erdöl. 85% Baumwolle, 15% Kaschmir. Okay, ich glaube, ich habe was gefunden. Das ziehe ich mir an. Das kann ich mir anziehen. Ja? Und drunter? Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier... Das ist Polyester und Acryl und ich weiß es nicht. Das ist 100% Baumwolle, das da? Ja, ob ich einen Rock anziehen will heute? Hm? Ja, das ist halt so. Christines Schrank ist zwar bis oben hin voll, die Auswahl an Kleidung, die zu 100% aus Naturfasern besteht, dennoch übersichtlich. Oh, keine Strumpfhose. Ich bin als Frau total aufgeschmissen. Nicht auszudenken, oder? Stellen Sie sich mal vor, da gibt es in Zukunft für uns Damen wahrscheinlich nur noch Halterlose aus alten Jutesäcken. Demnächst in der Hipster-Boutique Ihres Vertrauens. Ja,
Ich sage es Ihnen, die Matzko ist einfach ein multifunktionales Mannequin. Die kann alles tragen, ob Jutesack oder Schutzkleidung, egal. Der Merkner steht einfach auf Frauen in Uniform, wenn Sie mich fragen. Naja, total. Wir sind hier jetzt jedenfalls in Großeitingen. Und wer glaubt, dass Erdöl nur in den OPEC-Staaten aus dem Boden blubbert, der wird hier eines Besseren belehrt. Ja. Großeitingen ist quasi so das Klein-Texas von Süddeutschland. Und wir stehen hier mit unseren Schutzschuhen auf einem Aufbereitungstank. Das heißt, unter unseren Schuhen blubbert und blabbert ein Wasser- und Erdölgemisch. Und das Ziel ist, dass das Ganze sich beruhigt, dass das Öl dann nach oben steigt wie so ein Fettauge auf der Suppe. Auf die Art und Weise haben sich hier in Großeitingen in den letzten 30 Jahren über 1 Million Liter Rohöl aus dem Boden geholt. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Auf der anderen Seite, in Saudi-Arabien brauchen sie für dieselbe Menge gerade mal einen Tag. Ja, unglaublich. Aber es ist eigentlich egal, ob das Öl jetzt aus Saudi-Arabien oder aus Großeitingen kommt. Es wird auf jeden Fall benötigt zur Herstellung solcher blauer Schutzkleidung oder solcher schmucken Helme. Ja, Fetischware sozusagen. Also Sie sehen es, Öl ist überall drin. Das heißt, wenn man gerne eine flächendeckende Renaissance des gut gemeinten Strickpullovers verhindern möchte, dann wird man nicht drum rumkommen, sich Alternativen zu überlegen zur erdölbasierten Kunstfaser. Hanf ist umweltschonender als Baumwolle, weil er ohne künstliche Bewässerung und Pestizide auskommt. Er kann aber nur ein Teil der Lösung sein. Ein anderer Teil könnte das hier sein. Sogenanntes Polylactid, hergestellt etwa aus Zuckerrüben mit Hilfe von Bakterien. Garantiert erdölfrei. Aus dem Milchsäurekunststoff lassen sich Fasern machen. Schon heute werden sie zum Beispiel für chirurgische Fäden verwendet. Für Bekleidung reicht es im Moment noch nicht. Eine Jeans aus Polylactidfasern wurde in Brasilien wieder vom Markt genommen. Sie war beim Waschen und Bügeln geschmolzen. Sie könnte durch Beimischungen anderer Stoffe irgendwann hitzebeständiger werden, doch ist ihre Produktion noch zu teuer. Würde man stattdessen versuchen, den gesamten Faserbedarf in Zukunft erdölfrei, etwa mit Wolle, zu decken, müssten auf rund einem Drittel der Erdoberfläche Schafe weiden. Als Verpackung für Obst und Gemüse kommt die Biofolie zum Einsatz. Dass es solche Folien noch nicht in der gewohnten transparenten Optik gibt, macht es nicht einfacher. Kunde hat sich natürlich an eine gewisse Optik gewöhnt. Insofern spielt die schon eine Rolle. Ja. Wir arbeiten daran, diese Optik mit Hilfe der Rohstofflieferanten kontinuierlich zu verbessern. Bis zum Jahr 2030 könnte der Anteil von Bioplastik in Europa auf 15-20% steigen. Mehr ist nicht drin. Also ich finde ja, dass man da so langsam ein Muster erkennen kann. Merkners steile These für ein Leben mit den gewohnten Annehmlichkeiten, aber ohne Erdöl ist der Planet einfach zu klein. Beispiel: Wollte man den Bedarf an Kunststoffen in Deutschland allein mit nachwachsenden Rohstoffen decken, dann müsste man so ziemlich jedes zweite Feld und jeden zweiten Acker umfunktionieren. Stellt sich die Frage, wo um Himmels Willen sollen dann die ganzen Wollschafe grasen? Es ist also völlig logisch, dass man auch den letzten Tropfen Öl noch aus diesem Planeten pressen möchte, auch um eine Schafinvasion zu vermeiden. Ich stehe jetzt hier mit Herrn Ehrenpreis. Herr Ehrenpreis ist ein Schichtleiter hier. Hier ist jetzt das fertige Öl. Das fertige, saubere Öl ist hier drin. Lassen Sie mal sehen, ich würde gerne wissen, wie es aussieht. Schwarz wie die Nacht. Oh, krass. Das ist ja eine Brühe. Ist es jetzt warm? Das ist warm, ja. Circa 50 Grad. Aha. Ist es, kommt es schon so warm aus dem Boden? Oder? Mit ca. 40 Grad. Wir erhitzen es noch auf 50 Grad. Aha. Oh Mann, so viel. Kann ich das jetzt in meinen Motor gießen? Oder? Nein, nein, nee. Das geht nicht. Was kann man jetzt damit machen? Schönen Salat? Oder was? Sie können da selbst nichts mitmachen. Okay. Das muss in der Raffinerie aufbereitet werden. Und dann kann man da Benzin, Diesel und sonst welche Produkte daraus gewinnen. Ich bin ganz andächtig vor dieser Flasche. So sieht es aus, habe ich noch nie gesehen. Naja, das heißt ja auch das schwarze Gold. Darf ich es halten? Ja, aber nicht fallen lassen. Nee, keine Sorge. Guck mal, Gunnar! Öl! Also ich finde ja, es wird jetzt mal Zeit für ein kleines Resümee. Also Sie und ich waren jetzt bestimmt nicht überrascht, dass Erdöl, was übrigens hier durch diese Rohre fließt, für die Herstellung von Plastik gebraucht wird und dass man es zum Autofahren und Flugzeugfliegen braucht. Ich war ja da ein bisschen schon überrascht, dass man es auch für die Herstellung von Kosmetika und Kleidung braucht. Aber jetzt kommt der absolute Hammer. Jetzt kommt der Knaller, genau. Erdöl steckt nämlich auch im Essen und nicht zu wenig offensichtlich, denn es gibt eine Studie, die besagt, dass der Durchschnittsamerikaner im Jahr 1500 Liter Rohöl verschlingt und
In Frankreich mögen Sie jetzt anmerken, dass die Amis sowieso noch nie eine vernünftige Esskultur hatten. Daran liegt es nicht, betroffen sind wir alle. Kühlschrankkontrolle. Wahnsinnig viel Plastik, was mir ins Auge springt. Der Joghurt im Glas, das ist okay. Käse ist auch alles Plastik, ja Wahnsinn. Oh, Moment. Was hast du da? Ist das Plastik? Das ist so Pergamentpapier. Streng genommen dürfte auch der Kühlschrank gar nicht da stehen. Denn auch der enthält Plastik. Genauso wie fast alle Lebensmittelverpackungen. Da bleibt kaum etwas übrig. Christine will einkaufen gehen. Nur was anziehen? Dann nehme ich das mal mit. Mhm. Das geht schon mal. Also meine Jacken gehen nicht. Das ist aber noch das kleinere Problem. Nach Plastik. Die beiden wohnen in einem Dorf. Zum Glück. So gibt es die Milch zumindest direkt vom Bauern. Ohne Plastikverpackung und Transportwege. Ich finde ja, dem Märkner mit seinem Wohlstandsschmierbauch würde so eine Portion Grünfutter auch nicht schaden. Gell, Märkner? Unbedingt. Ja, die Hasenzähnchen hat er nämlich schon. Auf jeden Fall können wir festhalten, das Gold der Zukunft muss nicht zwangsläufig wie von dieser imposanten Maschine da aus der Erde gepresst werden. Das Gold der Zukunft ist das hier. Ackerland. Nachdem es inzwischen ja höchstwahrscheinlich ist, dass auf das Zeitalter des Erdöls dann das Zeitalter der Biomasse folgt, wäre der Acker vor uns zum Beispiel in der Pflicht, alles auf einmal zu liefern. Also zum Beispiel Getreide, Strom, Treibstoff und dann noch die Grundstoffe für all die schönen Sachen, die momentan noch größtenteils aus Erdöl bestehen. Ich finde ja, der Acker guckt schon ganz überfordert. Oder können Sie sich jetzt im Ernst vorstellen, wie hier aus diesem Boden mein kleines Pony oder Barbie-Puppen wachsen sollen? Ich nicht. Aber diese ganze Entwicklung bedeutet für uns, Verzicht üben, Gürtel enger schnallen, vorausgesetzt natürlich, er ist nicht auch aus Kunstfaser. Wir wissen eigentlich seit den 70er Jahren, also seit gut 40 Jahren, was wir machen müssen. Nur wir haben keine Lust gehabt, das zu machen und jetzt werden wir eben gezwungen. Und je später wir uns zwingen lassen, also umso stärker wird der Druck natürlich werden und umso unschöner oder umso größer werden die Verwerfungen, die damit verbunden sind. Nur ganz langsam entsteht eine neue Infrastruktur, die versucht, Erdöl durch Biomasse zu ersetzen. Eine mögliche Lösung, sogenannte grüne Bioraffinerien, wie sie hier im österreichischen Utzeneich in der Nähe von Linz gerade aufgebaut wird. In solchen Anlagen, die bisher meist nur im Labormaßstab funktionieren, könnten in Zukunft aus Biomasse verschiedenste Produkte entstehen. Ganz ähnlich wie in einer konventionellen Raffinerie aus Erdöl. Chemische Grundstoffe, Energie und dann noch Tierfutter aus den Resten. Davon träumen die Konstrukteure. Der Vorteil einer solchen Anlage? Aus Biomasse könnte sie in einem mehrstufigen Prozess möglichst viele verschiedene Produkte gewinnen. Nicht nur eines, so wie in der bereits laufenden Biogasanlage in Utzeneich, die nur Energie produziert. Das nahende Ende des Erdölzeitalters bedroht unseren Lebensstil, so wie wir ihn heute gewohnt sind, ist aber zugleich auch die Chance auf eine nachhaltigere Existenz. Da werfen sich dann natürlich auf einmal dramatische Fragen auf. Also zum Beispiel, ist dann eigentlich immer Fastenzeit? Und wenn ja, ist dann wenigstens auch immer Starkbierzeit? Und vor allem, sollte man vielleicht lieber heute noch den Trip nach Neuseeland buchen, weil Fernreisen demnächst komplett unbezahlbar werden? Ich finde ja, wir sollten lieber schon jetzt drüber nachdenken, wie wir Ressourcen sparen können. Für uns beide würde das heißen, auf jeden Fall hier Bus stehen lassen. Adieu, alter Freund. Das wird wehtun. Ach Quatsch.